Schauen wir mal, wo wir sowas finden. Hier ist irgendwie ein Seefisch. Und hier so ein Tentakelwurzelvieh. Ich habe keine Ahnung. Ist es tot? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auf jeden Fall nicht da. Aua. Jetzt ist es wieder weg. Da ist es. Hey. So, und hier irgendein Schalter. Mit dem kommen wir da nach unten. So, dann kommen wir hier irgendwo raus. Geh weg. So. Ich weiß gar nicht, geht's hier oben auch irgendwo lang? Komm ich da hin? Nee, das sind einfach nur Ranken, die runterhängen. Nichts Lebenswichtiges. Ich sollte mal speichern. Sicher ist sicher. Zwei Level schon nicht gespeichert. Wuppdidu. Magie? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Magie. Lebensenergie. Zack. Einfach damit ich hier wieder geheilt bin. So, hier haben wir irgendeinen Tümpel. Hallo Tümpel. Ich gehe mal weiter, ne? So. Und hier hören wir auf, dass wir hier theoretisch durch können. Aber ich habe kein Pickel. Doch, habe ich. Da. Habe ich vorhin nicht gesehen, dass ich sowas eingesammelt habe. So, dann haben wir hier eine Sichel. Und diese Sichel ist eine neue Waffe, die wir anlegen können. Und die macht hier auch das ganze Gras und Pflanzen weg und so was und macht halt so einen Rundumhieb. Kann man mal machen. Muss man nicht, aber kann man. Und da komme ich nicht zurück. Ist halt so komische Eisfläche oder so was, ich weiß es nicht. So, macht jetzt auch mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr. Nein, falsche Taste. Macht jetzt 16, ne? Ja, also einen Schaden mehr. Ist der eine Schaden, der halt bei den anderen Viechern manchmal fehlt. So. Dann können wir jetzt auch schon wieder zurück. Hoffen, dass wir irgendwo nochmal einen Pickel finden. Oh, ich bin übel. So. Wenn man sich übrigens auch fragt, ne, warum hier manche Dinge so ein bisschen kryptisch halt einfach drinstehen, wie zum Beispiel Butt bei Speichern oder sowas, liegt halt daran, weil es halt ursprünglich ein altes japanisches Spiel ist. Und die Japaner haben sehr wenig Zeichen. Und in sehr wenig Zeichen deutsche Begriffe oder sowas halt reinzupacken, ist halt schon eine Herausforderung, ne? So. Dann gehen wir zu einer Stelle hin, wo wir vorhin schon hätten durch können. Und speichern ist vielleicht auch nicht verkehrt. So. Bitte warten. Oh, da haben wir schon wieder so einen scheiß Schleim. Mach mal den scheiß Blobbel, Blub, wie auch immer, kaputt. So. Brauchen wir Dinge. Die Spitzhacke. Und damit, boah, muss man hier durch. So. Und dann, damit ich nicht die Spitzhacke ständig verbrauche, gehe ich wieder auf die Magie, wieder auf Leben. Und dann gehen wir hier weiter. Noch mehr von den ollen Blobs und Skelette. Die Skelette kriege ich so weg und wir haben Level Up. So, gehen wir auf Wille. So, mach mal die Blobs kaputt. Einfach wegen der Erfahrungspunkte und so. Er müsste schon fünfmal sterben, weißt du? Hier die Blobs, Blobs. Ogo, ja. Du hast sie zumindest getroffen. Ich hab's gehört. So. Jetzt komm schon. Mach's platt. Er macht das halt wirklich willkürlich, ne? Ich kann das nicht groß steuern. Die Tür war fest verschlossen.
So, ja, super duper Angriff von unserer Sichel ist halt, wir machen halt einen größeren Bereich statt das, was wir jetzt derzeit haben. Komm schon, machst du platt, alle. Er will auch nicht, ne? So. Der ist weg. Du auch, komm. Ja, so ist gut. So gefällt sie mir. So, da oben die Tür, die können wir, glaube ich, mal aufmachen. Brauchen wir halt den Schlüssel. Den normalen Schlüssel hier. So. Und da haben wir hier eine Kiste, die wir verschieben können auf den Schalter da ganz links. So, und damit kommen wir halt wieder auf eine andere Ebene. Mit Pflanzen und quasi einer Heilquelle, an der wir uns jederzeit regenerieren können, wenn wir es denn wollen. So. Und da sind die Gegner wieder. Yay, sie sind wieder da, hey. Töte sie. Töte sie, wegen Erfahrungspunkte. Aua. Theoretisch kann man hier am Anfang sehr ordentlich grinden am Anfang. Wenn man Bock hat, den Typen halt auf die Dinger hier immer loszulassen. Ich finde das ja ein bisschen nervig. Aber was willst du machen? Ich nehme mal wieder die Magie, weil... Ist so, guck mal. Da sind wir nämlich wieder übel dran. So. Noch mehr 50.000 50 Gegner. So, du auch? Haben wir das auch. Sehr gut. So, Skelette weg. Genau, mach mal du die Blobs. Die Blobs, bitte. Bitte die Blobs. Du mal lieber die Blobs. Ja, noch mehr. Komm. Oh, hattest du eine schöne Möglichkeit, die alle wegzumachen. Aua. Genau. Ja. Schön. So. Die Tür ist wieder fest verschlossen. Die machen wir erstmal auf. Mit dem Schlüssel klappt das eigentlich ganz gut. Und hier haben wir einen Raum mit mehr Zeug. Mehr Gegner. Hier trifft er auf einmal plötzlich die Gegner, weißt du? So, was haben wir da drin? Ein Eisenschild. Das legen wir erstmal fett an. Das Eisenschild erhöht nicht unsere Verteidigung, sondern eigentlich eher unsere Resistenzen. Was aber auch okay ist. Besser ist besser. So, ist hier noch irgendwo ein Geheimgang? Ich glaube ja nicht, aber man kann ja mal gucken. Nö. Okay. So. Mach den hier noch irgendwie platt. Ich mach den mal den Weg frei. In der Zeit. Ja, komm, komm, komm. Ja, sehr gut. Ist hier noch was? Nein. So. Mehr Gegner. So, Arme heilen. Achso, kann ich gar nicht. Ist gar nicht ausgerüstet. Das meine ich halt, ne, mit dem Management hier. Da könnte man eventuell ein bisschen Zeit mit verdödeln. So, und hier vorne. Ich hoffe, ich habe noch eine Spitzhacke. Habe ich, sehr gut. So. Und gleich immer wieder Leben anlegen und dann können wir auch hier durch. Und dann kommen wir hier durch so ein Ranken-Dingens. Nur um dann hier irgendwo anders hinzukommen, wo wir hin müssen. Mit Gegnern. Yay, Gegner, yay! Die Gegner da unten rechts komme ich, glaube ich, gar nicht hin. Geh weg! Der hat aber Schaden gemacht. Oh, zum Glück haben wir auch ein Level-Up! So, kann ich ja mal wieder speichern gleich, ne? So, wir gehen nochmal in Wille, aus Gründen.
dann können wir aber nächstes Mal vielleicht mal wieder Kraft gehen oder so. Ich weiß es nicht. So. Speichern. Nicht vergessen. Jede Menge Gegner haben wir auch wieder hier. Eine komische Fliegefisch. So, ist hier noch irgendwo was? Nein. Nein. Vielleicht in den anderen Raum hier. Nee, da komme ich. Oh, da sind auf einmal Gegner, die vorher nicht da waren. Die nehme ich doch nochmal mit. Das sage ich doch nicht nein. Wir kriegen auch ordentlich Geld dadurch. Schon 540. So, die Dinger hier kriege ich nicht kaputt. Da muss ich außen rumgehen. Ah, toll, jetzt hast du ein Skelett kaputt gemacht. Was jetzt nicht schlimm ist, ich kriege ja dadurch trotzdem Erfahrungspunkte, aber ich dachte mir so, ja, geh doch lieber auf die Blobs. Die du nicht triffst. Da hat er eingetroffen. Wow. Pickel, yay. Hier noch. Nee. Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber nein. Das ist die Musik, die so ein Düt macht. Nochmal sicherheitshalber getestet. So, jetzt komm hier mal rüber. Ja. Und jetzt machst du platt. Natürlich springt jetzt der andere halt in die andere Richtung. Es ist doch nicht wahr. Aua. Hier. Hier, Junge. Hier. Da. Ja. So, den machst du jetzt auch nochmal. Wegen der Erfahrungspunkte. Den hier. Den hier. Los, komm. Der hüpft auch nicht weg. Muss nur drauf schießen. Ist gar nicht schwer. Kriegst du hin. Nein, doch. Oh. Nein. Oh. Geht hier so schnell halt das Menü runter, weißt du? Da drücke ich die mehrfach. Das passiert dann einfach. Okay, Leben ist schon ausgerüstet. Das heißt, ich kann einfach Leben drücken und alles für gut. So, dann Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. So. Und hier haben wir noch mehr von den Freunden. Hey! Mit irgendeiner Kiste, wo ich nicht rankomme. So. Wir rüsten mal wieder so ein Pickel aus. Damit ich hier überhaupt irgendwie durchkomme. Oder komme ich auch hier durch? Nee, komme ich nicht. Ist irgendwie, ne, sehr kryptisch, wo es geht, wo es nicht. So, hier komme ich durch. Dann kann ich das jetzt hier auf der anderen Dingens hier benutzen. Brauche ich nur einen weiteren Pickel. Weil ich es jetzt ja verbraucht. So. Und da haben wir einen Durchgang. Aber jetzt machst du erstmal da den... Den hier platt. Oh, go. Nein. Magie, bitte. Lebe. Ich lebe. Mach den da. Oh. Okay. Sofern du es jetzt nicht machst. Oh. Hier. Nein, da. Ja. Geht doch. So. Speichern. Und weiter im Text. Denn hier kommen wir zum Boss des Dungeons. Die Hydra des Todes. Bitte warten. Die kann man auch nur am Kopf treffen, glaube ich. Bitte warten. Gegner wird umgehauen. Bitte warten. Habe ich Leben? Ja, habe ich. Habe ich ausgerüstet, meine ich. So, immer Leben verwenden und dann... Ab auf die Hydra! Oder wie auch immer. Hat zum Glück nur zwei Köpfe und die wachsen auch nicht nach. Ich heile mich nochmal. Wäre schön, wenn du da mal die Hydra treffen könntest. Immer muss ich alles selber treffen hier. Und noch haben wir auch keine Gegenstände, um Mana zu regenerieren.
Das heißt, wenn wir out of Mana sind, haben wir ein Problem. Los, komm. Komm ran auf den Meter. Das üben wir nochmal, ne? Da ist er down. Easy. Gar kein Problem. First try. Und wir kriegen 2 Schatzfrauen. Einmal mit dem Flammenzauber. Und mit dem Spiegel. Wuhu. Zeige es dem Mann bei Cats. Er wird schreien und seinen wahren Charakter zeigen. Tschüss. Okay, tschüss. So. Jetzt haben wir einmal den Lebenszauber, den wir nochmal verwenden können, damit ich geheilt bin. Und den Flammenzauber. So, und der Flammenzauber hat halt diese besondere Eigenschaft. Er ist ein bisschen Auto-Aim. Und geht immer auf den nächstbesten Gegner. Und jetzt können wir halt auch die Schleime hier töten. Wow. Kostet auch nur 1 Magiepunkt. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen auf Wille gegangen. Weil... Nee. Ist halt schon nicht so verkehrt. Wenn wir so einen vernünftigen Zauber haben und der auch noch extrem viel Schaden macht. Warum denn nicht, ne? Geh weg. Das kann ich hier auch, ne? Durch hier das halbe Spielfeld durchmähen. Gut, nicht das halbe, aber so ein bisschen was. Und hier sind wir wieder bei Cats. So, den Spiegel muss ich, glaube ich, ausrüsten, ne? Ja. Aber erstmal lege ich mir nochmal schlafen. Solange wir es können, warum denn nicht? Ja, einmal kostenlos regenerieren für Mana und so. So. Hallo, du komischer Typ. Willkommen bei Cats. Die oberen Räume sind belegt, das Messzimmer steht immer noch zur freien Verfügung. Du kannst nicht durch diese Tür. Sie ist Herrn Lee vom Alten, immer noch. Der Spiegel... Ein Werwolf oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Geh weg. Du stinkst nach Fisch. Stirb doch einfach. Er springt auch noch. Diese Au. Der hält auch noch viel aus. Da ist er da. So, dann lege ich mich jetzt immer wieder schlafen zum Regenerieren. Ganz einfach. So. Und jetzt munter fröhlich weiter durch das Schloss. In Hoffnung, wir finden Fuji. Weiß gar nicht, hier die... Die hier sind, glaube ich, immer noch... Labern immer noch dasselbe wie vorher, ne? Der Weißmagier und der andere. Ja, die labern immer noch das gleiche. Okay. So. Ja, kann ich aber zur Seite schlagen. Das ist das, was ich meine, von wegen so, ne? Wenn sie jetzt irgendwie im Weg stehen, dann ist es nicht wie am Anfang des Spiels, sondern du kannst sie zur Seite schlagen, damit du einfach durchkommst. Wo auch immer du hier gerade hin willst. So. Hier haben wir jetzt Eulen und Kürbisse, die erstmal meinen so, hey. Oh, ein Kristall haben wir gefunden, okay. Das passiert tatsächlich nicht so oft, dass man einen Kristall findet, so früh am Spiel. Ups. So. Alle Skelette hier, die schlagen jetzt häufiger zu als vorher. Schlüssel gefunden, whoop-di-do. Das ist doch schön, dann kriegen wir irgendwelche Türen auf. So, die hier kriegen wir jetzt auch selber tot. Wenn Feuer ausgerüstet ist. Flamme. Flame. Flamme. Bam. So richtig Bam in die Fresse. Oh, warte. Muss ich jetzt auch noch austesten, ne? Darf ich nicht vergessen. Ständig halt die Räume zu untersuchen wegen Nebenräume und so. Aber bisher ist alles okay. Oh nein, es sind noch mehr Schleime, Blobs, wie auch immer. Es sind ja keine Schleime. Ich muss nicht mal zielen. Das macht er von alleine. Das ist der Wahnsinn. Ist halt nur ein bisschen Magie, die halt flöten geht. So, die Zombies hier, dasselbe. Kriegst halt auch nur mit dem Feuerzauber platt. Level up. Heißt mehr Magie. So, gehen wir mal Richtung Wille. Jo.
Und dann, glaube ich, mal so ein bisschen mehr Richtung Kraft wieder. Weil es auch nicht unwichtig, dass wir halt auch in Kraft halt reingehen für ganz normale Angriffe. Wir werden jetzt nicht nur mit Magie angreifen. Auch wenn Magie schon nicht verkehrt ist. Warte, jetzt habe ich die Räume nicht untersucht. Aber ich glaube, hier ist jetzt auch noch nichts. Jetzt wird es auf anderen Etagen noch wichtig. Okay. Meistens ist es auch relativ gut gekennzeichnet, wenn da irgendwo ein Raum ist. Wie hier zum Beispiel. Hier ist es gut gekennzeichnet. Denn hier. Hier kommt man durch, wenn man einen Spitzhacke hat. Oder eine Keule oder keine Ahnung was. Magie? Flammen? Flamme. Und nochmal. So. Dadurch, dass es ja immer den nächsten Gegner halt angreift. Nicht verkehrt. So, Lebensenergie gefunden. Wuhu! So. Wir haben noch ein paar Kürbisse. Weil soll ja auch nicht langweilig werden hier. Eine Kugel des Schlafs gefunden. Wuptidu! Und ein Kristall. Schon wieder. Okay. Die ollen Mäuseratten hier. Alles für die Erfahrungspunkte. Wenn nicht für die Erfahrungspunkte, für was dann? Also Kürbisse, Eulen, alles, was man nicht so brauchen kann. Also hier, ne, der Dungeon wird halt auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber auch das sollten wir, glaube ich, hinkriegen. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hab gut. Ich mach's alle platt. So. Eine Pickel. Das ist ja nett. Die braucht man hier in den Raum auch, um die Vasen zu zerstören, damit man da auf diese Plattform dann kommt. Ich guck hier aber vorher nochmal. Was haben wir hier? Nichts, was ich jetzt machen kann. Okay. So. Dann nutzen wir doch mal die Pickel. Pickel 5. So, gehen wir darüber auf Flammen. Dann haben wir hier einen Abstieg nach unten. Wuhu! Mit jede Menge Stacheln. Irgendwas Tolles? Nein? Okay. So, hier eine Flamme für dich. Eine Flamme für dich. Eine Flamme für dich. So, eine kann ich noch machen. Ich kann ihn noch mehr tragen. Was habe ich denn da? Wovon kann ich denn nicht mehr tragen? Generell kann ich nicht mehr tragen? Doch, generell kann ich noch tragen. Wahrscheinlich ein Bonbon oder sowas, was ich jetzt hier habe. Ich habe keine Ahnung. Von irgendwas haben wir auf jeden Fall zu viel. Ich nehme mal hier so ein Bonbon. Schlüssel gefunden. Okay, dann ist es tatsächlich, weil wir tragen einfach generell zu viel. Deswegen. Yay, yeah, level up. So. Und dann gehen wir jetzt mal wieder in Kraft. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. So. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle jetzt auch gleich erstmal eine Aufnahmepause. Hier ist auch verschlossen. Diese Tür schließen wir beim nächsten Mal dann auf. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis denne zur nächsten Folge von Mystic Quest.